ja, werden dann da vielleicht ein Date haben. Wer weiß das schon. Minasan konnichiwa, Tokyo no Alex des. Boku wa ima 1 年半に Tokyo ni sundere kara, Doitsu jin no tomodachi ni Nihon o shoukai shitai desu. ちょっと日本語話せますから、日本の友達もぜひ見てください。Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's Alex in Tokio. Ich lebe jetzt seit 1,5 Jahren hier in Tokio in Japan und ja, möchte euch gerne einfach mal vermitteln, was dieses Land, wie dieses Land mich verändert hat und was das Besondere an Japan ist. Würde euch gerne halt alle möglichen Seiten von Japan zeigen. Wie ihr am Anfang des Videos schon erkannt habt, spreche ich auch etwas Japanisch, was allerdings noch sehr ausbaufähig ist. Deswegen, ja, bleibt einfach dran. Heute möchte ich euch allerdings mitnehmen auf einen kleinen Trip außerhalb von Tokio. Also, let's go! So, ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Kawasaki, auf dem Weg noch im Apple Store. Vorbeigeschneit, hab mir ein neues Handy gekauft, weil meins einfach für den Arsch war. Mache ich jetzt aber weiter auf den Weg Richtung Hirama und treffe da jemanden. Und ja, hier kommt natürlich mit. Da wäre ich dann auch in Hirama. Ja. Wir gehen jetzt erstmal jemanden treffen, dann gucken wir mal, was wir heute noch machen, weil es ist schon recht spät, es ist schon 5 Uhr. Und entweder geht es halt noch nach Kawasaki oder vielleicht nach Yokohama. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, da bin ich mir unsicher. So, und dann wären wir jetzt in Hirama. Ich habe natürlich schon meine Kontaktperson gefunden. Und zwar spricht sie auch Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ja, das ist Naomi. Ich habe sie letztes Wochenende kennengelernt. Und sehr lustig, sie hat in Krefeld. Also sie war als Austauschschülerin in Krefeld. Also in der Stadt, wo ich geboren wurde. Und war auch in Kempten, also in der Stadt, wo ich zuletzt gewohnt habe. Also mich würde das echt mal interessieren, ob jemand sie kennt. Wenn ihr das Video teilt, ich bin gespannt, ob da irgendjemand bei rauskommt, der sie halt kennt. Weil sie sagt auf jeden Fall, sie kennt ein paar Leute in Krefeld und in Kempten, nicht wahr? Ja. Satz mit X war wohl nix. Also wir sind gestern doch nirgendwo mehr hingegangen, beziehungsweise nirgendwo mehr hingefahren, außer in eine Izakaya gegangen. Also Izakaya ist so eine, ist wie eine Art Kneipe, nur halt im japanischen Stil. Plus, dass man halt was essen kann dort. Und das haben wir gemacht. Ich werde mal vielleicht hier so ein paar Bilder einblenden von dem, was wir gegessen haben. Und ja, dafür geht es jetzt heute nach Yokohama. Haben wir jetzt entschieden und wir machen uns jetzt mal langsam auf den Weg. Piu! Nicht wahr? Ja. Und da wären wir auch in Yokohama angekommen. Und jetzt gehen wir jetzt erstmal nicht was essen, wir gehen später was essen, ne? Also jetzt gehen wir erstmal zu einem Pier und gucken uns das Ganze mal an. Es soll wohl eine richtig schöne, wie sagt man denn, Hafenseite haben. Sagt man Hafenseite? Weil ich habe schon so viel Deutsch vergessen, das ist unglaublich. Grummel, Grummel, Grummel.
wir haben hungrige Mägen und deswegen gehen wir jetzt doch erstmal was essen und gehen dann nachher zum Pier. Ich glaube auch, dass es nachts echt cooler aussieht, aber schauen wir mal. Also, hier in Yokohama sind wohl sehr, sehr viele Firmen ansässig, unter anderem auch sehr viele deutsche Firmen, aber auch amerikanische Firmen. Und ja, Yokohama ist eigentlich dafür sehr bekannt, weil es halt sehr nah am Meer gelegen ist, deswegen auch der Pier. Und es gibt ja auch einen Dating-Spot, da gehen wir nachher auch noch hin. Uiuiuiuiui. Ich glaube, das hat kein gutes Ende. Naka, Nihongo, Nihongo shabete yo. Nihongo? So. Nihongo, Nihongo ka Deutsch go dake. Kore kara. Daijoubu? So. Ha. Deutsch ga. Ii yo. Ore wa daijoubu. Daijoubu, ganbaru. Ganbaru? Und da gehen wir jetzt erstmal essen. Golden Ramen. Hört sich schon mal ganz gut an, ne? Ja, mal gucken, wie es wird. So, wir warten jetzt gerade hier auf den leckeren Ramen. Das ist der Ramen, ich glaube wohl. Also Ramen ist so eine Nudelsuppe, quasi könnte man sagen, mit verschiedenen Zutaten. Also auf jeden Fall immer Fleisch, und halt Nudeln, glaube ich. Und ursprünglich kommt das Gericht aus China, deswegen wird es halt auch sehr auf den Katakana geschrieben. Und ja, ist so auf jeden Fall. Also ich habe die chinesische Variante probiert, hat mir persönlich nicht so geschmeckt. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Foto finde davon. Dann kann ich das ja mal irgendwo hier rein klatschen. Aber ja, japanischer Ramen auf jeden Fall richtig, richtig, richtig lecker. Also Top-Empfehlung. Und jetzt gerade ist der Ramen auch schon gekommen. Naomi hat, was ist es? Soy? Ja, Shio. Shio. Also Salzrahmen quasi. Ich habe auf jeden Fall Sojarahmen. Das Ganze sieht dann so aus. Und ich habe mir noch so eine Beef Rice Bowl, glaube ich, gegönnt. Ich meine, es wäre Beef oder Meat. Ja, und das wird jetzt erstmal vernichtet. Oishi yo. Oishi. Das heißt lecker auf Japanisch. So, und jetzt nochmal eben kurz Pro Skills. Das kleine Ei hier, was sehr flutschig ist, mit Essstäbchen zu essen, ist sehr, sehr schwer. Aber nach 1,5 Jahren muss das halt einfach gekonnt sein. So, was ist noch zu sagen, wenn ihr Ramen esst, auf jeden Fall? Also zu beachten ist auf jeden Fall, oder was ihr auf jeden Fall hören werdet, wenn ihr in Japan seid, dass viele Japaner halt beim Essen dieses Schlürfgeräusch machen. Und das ist ja auch eigentlich gang und gäbe, nicht so verboten wie bei uns. Und ich habe gehört, das hat irgendwas mit der Luft zu tun, dass man durch das Schlürfen mehr Luft irgendwie in den Mund bekommt und dadurch der Geschmack sich besser ausbreiten kann. Von daher. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig, richtig lecker. Das ist richtig gut. Ramen, einfach nur übertriebenst lecker. So, ungefähr halb durch. Unglaublich lecker, also auf jeden Fall echte Empfehlung. Kann man eigentlich überall essen, aber das hier ist halt so ein Yokohama-Style-Ramen mit Spinat. Und ja, ich hatte gerade noch mal eine Diskussion mit Naomi und sie sagte halt, dass dieses Schlürfen halt auch aus der Edo, aus dem Edo-Zeitalter kommt. Da hinten ist übrigens
der Ramen-Chef, der hier alles zubereitet. Richtig cool. Also sieht man hier die Küche. Ja, also ich würde sagen, das spricht für sich. Es war sau lecker. Ja. Also Ramen ist auf jeden Fall eine der Empfehlungen, die ich habe, wenn ihr nach Japan kommen solltet. Auf jeden Fall Ramen probieren, ist echt übertriebenst lecker. Und so eigentlich in jeder Stadt gibt es irgendwie so einen eigenen Ramen quasi. Also es unterscheidet sich immer so. Es gibt auf jeden Fall, ich glaube, der berühmteste Ramen ist in Hakata, das ist in Kyushu. Da war ich bis jetzt noch nicht, aber mal schauen, vielleicht komme ich da ja bald mal hin. So, und jetzt begeben wir uns auch zum Pier und wahrscheinlich, ich glaube, da ist auch ein Riesenrad. Ja, werden dann da vielleicht ein Date haben. Wer weiß das schon, nicht wahr? デートスポット。デートスポット。だからデートしましょう。 Okay, wir sind jetzt hier an dem Spot angekommen und das soll also zum Daten da sein, also von daher ja, haben wir jetzt ein Date. Koko wa nanka Yokohama ichiban no nanka yume na dating spot desu kana. Dakara ima nanka achi ni sono 名前は知らないけど、なんか行きたいんです。ねえ。So, also wir haben jetzt gerade hier eine Diskussion über das Kanji Naka. Ich werde das hier mal irgendwo einblenden. Das natürlich auch, also Chu ausgesprochen wird. Und ich meinte jetzt gerade so Tokyo Chu. Aber das ist natürlich falsch, es muss natürlich heißen Tokyo no Naka. So, und dann habe ich gesagt, dass ich halt immer irritiert bin, warum, wann ich Naka benutze, wann ich Manaka benutze und wann ich Chü sage. Und Mademoiselle Naemi meinte, aruite Chü, und dann hat sie im nächsten Satz gesagt, nein, warte, das ist falsch, das sagen wir gar nicht. Ist auf jeden Fall sehr lustig, ey. Hier haben wir auf jeden Fall ein Riesenrad und da ist auch noch eine Achterbahn. Für ein, nennen wir es jetzt mal Date, wo sollten wir denn jetzt hingehen? Auf die Achterbahn oder aufs Riesenrad? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und hier gibt es sogar eine Wasserrutsche. Und zwar steht das Ganze da, es steht da Cliff Drop. Also ihr könnt jetzt mal überlegen, was Cliff Drop heißen soll. Also überlegt mal, würde mich mal interessieren, ob ihr das rauskriegt. Also wir haben jetzt gerade rausgefunden, dass hier quasi so ein kleiner Freizeitpark ist mit ganz vielen verschiedenen Aktivitäten und ja, ich denke mal, wir werden jetzt auf einen Rollercoaster gehen und ja, Cliff Drop heißt übrigens Cliff Drop, also quasi von der Klippe springen. Ja, nur mal so als Information. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile mal rausgefunden, in welchem Park wir sind, und zwar sind wir hier in dem Cosmo World. Und es ist Go Anai, also wie sagt man dann auf Deutsch? Führung? Führung? Der Führer. Naemi-chan geht sich jetzt ein etwas zu trinken kaufen. Also hier in Japan gibt es ja überall diese Jido Hanbaiki. Desho? Jido Hanbaiki, desho? Also selbst, wie sagt man dann auf Deutsch? Selbsthilfeautomaten. Selbsthilfeautomaten? Selbstziehautomaten. Ja, auf jeden Fall ein richtig schweres Wort dafür. So, wir haben uns jetzt entschieden, nochmal hier auf, ins Haunted House zu gehen. Obake, ja, das nächste Kanji kennt ich. Aber auf jeden Fall sind hier so Käfige, in denen man hier so rumfährt, wenn man das so sieht. Warum das Käfige sind, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also ich glaube, wir werden da auf jeden Fall mal drauf gehen.
dann werden wir mal sehen, ob wir uns jetzt gleich fürchten werden hier oder nicht im Gespensterhaus. Obacke heißt nämlich übrigens Gespenst. Also man konnte hier sogar irgendwie den Gruselheitsfaktor aussuchen. Und wir haben beide auch noch voll die Angst in den Knochen stehen. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also war mega, mega lahm. Hat sich irgendwie gar nicht gelohnt. So, natürlich sind wir auf den Rollercoaster gegangen. Wie sagt man denn auf Deutsch? Auf die Achterbahn. Oder auf Japanisch auf den Jetcoaster. Und ja, war ganz lustig. Das Ding ist, da hinten kann man sehen, auch noch so ins Wasser rein. Da. War auf jeden Fall mega lustig. Ja, wir haben jetzt mittlerweile fast 7 Uhr und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal langsam zurück, weil, ja, wie gesagt, es ist fast 7 und morgen geht es wieder zur Arbeit und ich muss noch nach Tokio zurück. Und deswegen wird auf jeden Fall, also ich muss bestimmt mal so eine Stunde jetzt mit dem Zug fahren, ey. Und ja, war auf jeden Fall cool, dass ihr mit dabei wart. Ja, wie gesagt, also teilt das Video, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal auf jeden Fall. Und ja, es werden demnächst auf jeden Fall noch einige weitere Videos kommen. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr irgendwas wissen wollt, irgendwas Spezifisches. Bis dann, haut rein, peace!